Das ist dieses, was schaut, was wir nicht denken können, was wir jetzt diesen Beobachter, den wir uns jetzt rot hinschreiben, damit ist er auch was Ausgedachtes. Ein Beobachter, den du dir ausdenkst, der existiert nur dann, wenn du ihn denkst. Aber es ist einer, der immer da ist. Wie ich sage, eine Ewigkeit, die du dir denkst, ist nur so lange du an Ewigkeit denkst. Aber es gibt eine Ewigkeit, die immer ist. Und da kommt jetzt das Bewusstsein, dieses Nicht-Denkbaren, das man selber ist. Und ich sage, das ist ein Faktum. Ein Faktum, das gewusst werden kann, das du aber nicht darstellen kannst. Das ist dieses immer wieder wiederholen, wo ich sage, wenn du jetzt an deine Nasenspitze der Diana fasst und ich frage dich, wo war die? Du kannst nicht überprüfen, ob die da ist, wenn du nicht dran denkst, aber du kannst dir bewusst machen, dass immer wenn eine neue Form auftaucht, sobald die da ist, kannst du dir bewusst machen, dass die vorher nicht da war. Und das vorher ist natürlich jetzt wieder ein Gedanke, den du jetzt denkst. Und so holst du dich immer mehr ins Jetzt. Und den Rest lässt man ganz einfach nur laufen. An Beispielen mangelt es nicht. Oh nein. Und du darfst keine Angst bekommen vor dem Alleinsein. Weil das ist eben in der Spitze, wenn du in der Spitze stehst, bist du alleine. Und dann gibt es eben diese Vielheit deines Traums. Der Träumer ist der einzige Geist im Traum. Das ist der Geist, der träumt, der ständig seine Informationen verändert. Was an ihm selber, an dem träumenden Geist nichts verändert. Dieser träumende Geist, den wir uns jetzt wieder rot geschrieben, symbolisch ausdenken, existiert im Traum ja nicht. So wenig wie das Kino, in dem ein Film läuft, in der Regel auf der Leinwand existiert. Selbstverständlich kann jetzt auf der Leinwand ein Kino in Erscheinung treten, aber dieses Kino, das jetzt auf der Leinwand in Erscheinung tritt, ist nicht das Kino, in dem der Film läuft. Es ist nur eine symbolische Darstellung für etwas, was du eben nicht als Ganzes denken kannst. Und Symbol des Zusammengeschmissenen ist ja eigentlich immer wieder ein Chat. Denk an mein Beispiel mit dem Wetter. Wetter kannst du nicht sehen. So wenig, wie du die Tasse sehen kannst. Und du wirst